Machen wir mal die Mission. Wilde Pferde, gezähmte Leidenschaft. Well, hello, Mr. Marston. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Did you meet my father? John Marston, this is my father, Drew McFarlane. Pleasure to meet you, Mr. Marston. Please. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission to remove some undesirables from the county. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. Well, you know, we've lived here for 30 years now. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. And we had outlaws, and we had drought, and we had smallpox. You were moved. Cholera. I buried more of my children. Oh, warte mal. Ich hab das gerade irgendwie mit dem DS passiert. Sorry. Also ich pause jetzt hier gerade. Also wir nehmen über TS auf, aber ist noch alles in Ordnung, sagt er. But I've never once doubted my life here. No, sir. When I hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder, oh, diese Filme. Control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes, I mean. You may be right, sir. Well, you're a brave man. You're always going to be welcome here. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here. And sneaking around and spying and secret missions. It's preposterous. Trust me, sir. I agree with you. Good. Good. Well, we won't insult you any further. Come on, Bonnie, we got things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Come on. I hear you're a pretty decent rider. For a city dweller, that is. You're gonna need this, Mr. Marston. How are you? Let's see if we can put that new lasso of yours to good use. That ranch hand said there's a pack of wild horses nearby. Okay, anscheinend haben wir jetzt ein Lasso. Richtig geil. Können wir dick die Pferde zureiten. Weil das Pferd ist ja die Pracht, ja. Wir können uns ja sogar eins aussuchen. Können wir da Thun fangen? Ja, krieg ich schon wieder Kopfgeld, wenn ich das mache. You sure have some interesting theories on what the government's doing, sir. They ain't theories, Mr. Marston. I saw the telegram Marshall got from Blackwater. It ain't exactly a state secret who sent you. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The government can go to hell if you ask me. Those sons of bitches would steal a coin off a dead man's eyes. Mr. Marston! He's right. Now, I don't know much about politics. Please, Paul, can we just enjoy the ride? But I know we're only as free as they say we are. Power's like a drink. The more you have, the more you want. And there are few men who can handle it. There's certain things in this country a woman could do much better if you ask me. I ain't gonna argue with that, Miss McFarland. So. Ja, wie man hört, die können wohl all die Regierung von Amerika wunderbar leiden. Come on. Ja, da ansehen. Ah, da sind wohl die Wildpferde. Ah, ist auch nur alle braun. Obwohl das Gefleckte, das gefällt mir. Kannst das Pferd abziehen, an die Wand hängen, wieder aus wie ein Kuhfell. Da tun wir uns. Nee. Oh, ja, jetzt bist du. Wir müssen anscheinend ausbalancieren. Ich kann den Text jetzt gerade nicht vorlesen, weil ich muss mir mal ein bisschen konzentrieren, ja? Come on, baby.
ist jetzt unser Leben oder noch nicht? Wow! Scheißendreck. Such mal, dass das Tier fertig wird. Komm. Auf unser Pferd. Das versuchen wir gleich nochmal. Ich will aber das haben, ey. Was ist jetzt hin? Da hinten. Das holen wir uns jetzt auch. Oh, Scheiße. So. Wo bleibt der Vater? Jawohl. So, dann versuchen wir es gleich nochmal. Also, wenn ihr mal, also wenn es euch interessiert, ich drücke einfach irgendwie die Analogstick die ganze Zeit. Ich habe keine Ahnung, welche Seite der hier gerade klebt. Ich versuche das irgendwie intuitiv zu gestalten. Jawohl. Alter, wie lange. Oh. Oh, oh. Jawohl. Natürlich, wir reiten Pferde zu und werden Cowboy, wieso nicht? Aber das ist jetzt nicht. Ach, wir dürfen das wohl nicht behalten. Was? Hä? Er hat doch gerade noch gesagt, dass er mit nach Hause fährt. Wie viele sollen wir. Come on then! Let's see if you can get another one! Whoa there! Ja, komm, dann nehmen wir einfach. Anscheinend dürfen müssen wir nicht nur eins tamen, sondern ein paar mehr. Ja, die könnten sich doch auch. Die könnten sich doch irgendwie um andere Fälle kümmern und nicht dumme Kommentare hier lassen. Wie bescheuert sind die denn eigentlich im Kopf? Wer frisst ihn jetzt aus der Hand? Ach so, okay, wir haben jetzt noch einen Checkpoint. Ach so, also das weiße Feld, was wir vorher gezählt haben, wird auch noch da sein. Folge Bonnie, darf ich den Pferd erschießen? Ja, ich glaube, man kann gar nicht oft genug betonen, wie geil die hier einfach die Atmosphäre hinkriegt. Also wenn man sich hier nicht wie in einem Western fühlt, dann ist man blind oder behindert, ich weiß nicht. Nein. Wir diskriminieren ja keine Minderheiten mehr, ne? So, da sind wir wieder. McFarlane's. Weiß nicht, da ist anscheinend irgend so ein Zeitungsstand. Ich werde mal gleich eine kaufen. Oder wie viel Geld habe ich überhaupt? Ich habe 40 Kopfgeld. Ich habe immer noch nicht abbezahlt. Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. Was? Nochmal Pferde? Kriegen wohl, die können wohl den. Halt sie nicht voll kriegen. You never did tell me why you were never married. Aside from the snobbery, that is. You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. You must have been quite a catch. The fact that you're talking in the past says it all. No, that's not what I mean. You must have had some suitors, that's all I'm saying. Some, I suppose. Here and there. A ranch in the middle of Hennigan's Stead ain't really the place to find a husband. Amos, he's a little, well, you know, countryfied. Where'd you get your airs and graces, Miss McFarland? From a couple of cheap governesses, Paul hired to save us from being savages. Talk about more than just cattle and chickens sometimes, that's all. And after my brother left, it was up to me to become the man of the ranch. He never admitted, but my pa's a lot frailer than he looked. You're worth two of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. So, und wir gehen wieder nach Armadillo. In many ways, krass, my wife is kind of like you, Miss McFarland. Is that
woman in a man's world. You don't talk about her very much. Looks like the ranch hand's up ahead. Also der Ausblick, muss man wirklich sagen, ist einfach geil. Richtig geil. Reite hinter der Herde. Hinter die Herde. So, wir befinden uns in Chala Springs. Ja, das ist auch Armadillo. Ist doch gar nicht mal so schlecht, dass wir jetzt hier die Mission machen. Das ist die Herde. Weil dann können wir ja auch nachher sogar gleich hier bleiben. Und bei dem Marshall weitermachen. Das Feld gefährt mir hier. Sieht voll Gold aus. Nein! Achso, ich soll die Herde. Oh, ich wollte die gar nicht fangen. Boah, das ist gar nicht mal so leicht, weil wenn man hier so ein paar hat, die einfach immer abhauen. Na, beweg dich doch mal. Ja, ich glaube, das ist auch nicht. Oh. The Hanging Rock. Haut doch nicht. Oh. Ja, das ist mal richtig Stress, ja. Yeah. Wetten, wenn ich dir zwei zurücklasse, dann wieder. Du hast die Herde vernachlässigt. Das ist mir jetzt eingeschrieben. Komm, bewegt euch mal. Eigentlich auch irgendwie. Wo sind denn die anderen schon wieder? Da waren noch eben noch zwei. Mal kurz Headset richten. Oh. Hier lang. Na, andere Richtung. Boah. So eine Scheißviecher, Alter. Wenn ich dürfte, ne? Wenn ich schon wieder tot. Oh. Andere Richtung. Nicht da hoch. Nicht da lang. Jawohl. Sind die jetzt tot? Nein. Looks like we got the lot of them. What magnificent animals they are. Hey, the stallion's getting away. Chase him down and bring him back. Alter, ist er eingeschissen? Der Humpel, Alter. Aber mehr Kollege. Weil er ist viel schneller als wir. Könnte ich das eigentlich auch mit Dead Eye mal probieren? Ausdauer ist hier leer. Alter, ist der schnell. Ja, man fährt ja keine Ausdauer mehr, genau. Sind alle behindert. Jawohl! Was soll denn jetzt so weit? Ich könnte das wieder richtig gut drauf. Nun fährt auch fertig. Jawohl, da haben wir es. Geht zu Bonnie. Man muss schon sagen, diese Mission bei der alten ist in Ordnung, aber verdammt langweilig. Thanks for your help today, Mr. Marston. We got some fine horses. You know, why don't you keep that stallion as your own, as a thank you from all of us? Thank you, ma'am. He's a fine animal. Okay, dann haben wir jetzt
das Jülde, ne? Oh, was? Nochmal ein bisschen über der? Ja gut, erstmal. Erstmal Armadillo. Hier ist doch... Oh, das ist eine leerstehende. Das heißt eigentlich, dass man die kaufen müsste, ne? Aber ich glaube nicht, dass wir genug Geld haben. Aber ich würde sagen... Jetzt ist meine Wegmarke. Du hast die Kentucky Settler zugeritten, ein seltenes, lebhaftes Tier. Und dann machen wir mal ganz cool einfach das Camp auf. So, und dann Outfit wechseln. Ich guck mal kurz. Ja, hier, wie man sieht, die mehreren Outfits. Das ist sowieso das Geilste mit dem Sombrero. Also ich habe ja noch einen Zweitspielstand und da renne ich halt ein bisschen rum und mache die Outfits und so. Und spiele aber keine Story, weil die hat der Pass schon durch. Und ja, die sind eigentlich ziemlich geil, die Dings. Die Outfits. Naja, eigentlich nicht. Weil die nicht so schwer zu kriegen sind, man muss halt immer Poker spielen und sowas alles. Und da kriegst du dann halt mal Stresspusteln und klopfst in allen Grund und Boden, die Heinis da. Krieg dann einfach nur auf. So, da sind wir. Ich hätte jetzt Bock, die Nachtwache zu machen, aber die halbe Stunde ist um. Wir machen erstmal eine Aufnahmepause. Ich werde jetzt mal kurz mir die Ammo schnappen. Aber Geld ist da nie drin, oder? Und hier vor unser Bett würde ich dir mal sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn wir wieder hier uns im Westen zusammengefunden haben. Haut rein, Leute.